Servus Ghost, es gibt richtig coole Neuigkeiten, denn es sind 4 neue Rüstungen im Multiplayer aufgetaucht, aber nur für begrenzte Zeit. Bleibt auf jeden Fall dran, sollte man sich abchecken. Seit gestern gibt es 4 neue Rüstungen im Multiplayer von Ghost of Tsushima. Ich muss ehrlich sagen, das Update kam überraschend. Eine mega coole Sache. Das letzte Mal war ich eingeloggt im Oktober, ist schon eine Weile her, zum Raubzug von Io. Auch ein sehr cooles Update gewesen, aber sehr schwer, muss man ehrlich sagen. Hat von euch eigentlich jemand den Raid abgeschlossen? Ich war am Release-Tag bis 8 Uhr morgens dran. Wir waren am Ende von Kapitel 2 und haben dann einfach abgebrochen, weil die Müdigkeit zu krass war und wir zu viele Fehler gemacht haben. Seitdem war ich nicht mehr eingeloggt, aber muss sagen, es lohnt sich jetzt wieder einzuloggen, denn die neuen Rüstungen sollte man abstauben. Sie sind gratis, schnell erreichbar und nur für eine gewisse Zeit aktiv. Außerdem basieren sie vom Aussehen her auf anderen Spielen. Für den Samurai ist eine neue Rüstung im God of War Look reingekommen, und zwar ein Gratos Design. Wir haben hier eine neue Maske, dann natürlich einen neuen Helm, sieht halt richtig böse aus, inklusive natürlich noch einer Rüstung allgemein. Ja, mit die beste Samurai-Rüstung meiner Meinung nach. Rüstung sieht cool aus, vom Armschutz her, von der Brust, die Hände mit den Ketten und auch der Helm ist echt eine richtig nice Sache, inklusive Maske. Rundum, meiner Meinung nach, aktuell die coolste Rüstung für den Samurai. Für den Jäger gibt es eine richtig coole Horizon Zero Dawn Rüstung. Es ist im Endeffekt Aloy. Wir haben als Maske den Fokus am Ohr. Dann haben wir noch hinten ein Banner. Ist jetzt nicht so besonders. Einfach blau gehalten. Was aber richtig cool ist, ist die Rüstung. Und ja, da könnt ihr jetzt einfach fast wie Aloy hier in Ghost of Tsushima rumlaufen. Auch ein mega geiles Rüstungsdesign. Für den Ronin ist eine Rüstung im Bloodborne Design reingekommen. Eine Maske gibt es leider nicht, denn der Helm von Bloodborne reicht eben einfach übers Gesicht. Dann haben sie keine neue Maske mit reingenommen. Finde ich echt ein bisschen schade, aber es gibt auch noch einen neuen Körper. Und dann seht ihr das Ganze hier, das komplette Set sieht dann nämlich so aus. Ich muss ehrlich sagen, Optik auch nice, eine coole Rüstung. Ich finde aber, ich weiß nicht, irgendwie hat es nicht so viel mit Bloodborne zu tun oder man erkennt es nicht so eindeutig. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch eine Rüstung für den Assassinen. Bei mir die meistgespielte Klasse. Ihr seht auch Rang 49. Wir haben einen neuen Helm bekommen und zwar von Shadow of the Colossus. Und muss sagen, mit der coolste Helm eigentlich. Ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, aber sieht trotzdem mal besonders und einzigartig aus. Und dann das Ganze auch noch unten natürlich mit dem Körper und auch eine sehr coole Rüstung, wie ich finde, für den Assassinen. Wie kommt ihr an diese coolen neuen Rüstungen ran? Es ist super leicht. Ihr müsst einfach irgendwas im Multiplayer abschließen, eine Story-Mission oder überleben, und dann bekommt ihr einfach die Rüstung hinzugefügt. Schwierigkeitsgrad ist vollkommen egal, ihr könnt auf Bronze spielen, auf Silber oder auch auf Gold, und ihr seht die Rüstungen immer unter Charakter, Aussehen, und dann eben ganz unten sind sie hinzugefügt. Für jede Klasse, wie gesagt, eine Rüstung zum Freischalten, und man kann sie nicht unter den Heldentaten sehen, denn man kann sie eben nur für eine begrenzte Zeit erreichen. Wenn man sie freigeschaltet hat, hat man sie für immer, aber man kann sie nur bis zum 15. Januar abstauben. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal kurz einzuloggen über die Weihnachtsferien, über die Feiertage und sich schnell diese Rüstungen abzustauben. Denn ja, wir sind einfach auf Silber durchgerannt, 4 Minuten hat es pro Charakter im Schnitt gedauert und dann haben wir eben die Rüstung gehabt. Und vielleicht kommt ja auch nochmal was Neues in Ghost of Tsushima raus oder ihr spielt noch aktiv, dann habt ihr auf jeden Fall 4 bombige Rüstungen. Schreibt mir in die Kommentare, welche Rüstung ihr am coolsten findet. Für mich ist eigentlich die Gratos-Rüstung am schönsten und danach Shadow of the Colossus, und die Aloy-Rüstung, finde ich, sieht auch nicht schlecht aus. Das war's soweit vom Video. Wenn es euch gefallen hat, informiert hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen, und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg, ciao, haut rein.